Wunderschönen guten Abend. Ich habe mich mal in die Natur zurückgezogen, sofern das hier möglich war. Zumindest mal ein bisschen grün, ein bisschen bunt. Schauen wir noch mal kurz auf die Gewitter. Was heißt schauen? Ist jetzt auch zu viel gesagt. Ich habe gar kein Bildmaterial mit dabei. Aber stellt es euch vor, die Niedersachsenkarte und die Nordrhein-Westfalenkarte. Ihr kennt das ja aus dem Studio. Wir haben im Moment ein größeres Gewittergebiet vom Siegerland bis ins Ruhrgebiet rein. Lokal eben mit Starkregen und auch teils Überschwemmungen, ebenso Hagel mit dabei. Ein weiteres Niederschlagsgebiet bzw. Gewittergebiet gibt es dann vom Göttinger Raum bis in den Raum Hannover vor allem. Auch hier sehr stationär ortsfestes Gewitter mit teilweise sintflutartigem Regen und lokalen Überflutungen. Und je weiter wir nach Norden kommen, umso ruhiger wird es im Prinzip. Hier bei uns im Emsland ist jetzt ein bisschen mittelhohe Bewölkung aufgezogen. Ansonsten ist es relativ ruhig und bleibt es dann wohl auch. Jetzt zu den späteren Abendstunden verlagert sich diese Gewitterzone wohl noch in etwa bis ins nördliche Ruhrgebiet, südliche Münsterland, Niederrhein und eventuell dann auch noch so in den südlichen, ja, Nordwesten Nordrhein-Westfalens. Und wenn wir auf Niedersachsen gucken, dann eventuell noch so Richtung Celle und fast bis an die Lüneburger Heide heran. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Der Rest bekommt dann eher, wenn es dann dunkel ist und Nacht ist, eventuell noch das Ganze als Regengebiet ab. Und der nördliche Teil Niedersachsens, der hat es dann sowieso meist in stabilerer Luft trocken. Also hier wird es keine Unwetter geben heute Abend. Blicken wir noch mal kurz auf morgen. Wir gehen natürlich morgen früh dann besonders darauf ein. Aber diese Gewitterzone, die sich morgen am Samstag dann wohl vom ostfriesischen Raum erstreckt, also quasi vom Nordwesten Niedersachsens einmal diagonal in den Südosten Deutschlands, also quasi so bis in den Erzgebirgsraum. Und das heißt, so die kräftigsten Entwicklungen werden dann wohl im Raum der Mittelgebirge stattfinden und dann eben auch südöstlich davon. Je weiter wir nach Nordwesten kommen, umso weniger unwetterartig wird das Ganze nach jetzigem Stand wohl auftreten. Aber auch hier besteht dann doch die Möglichkeit von eben lokal auftretenden Schauern und auch Gewittern, wenn auch nicht mehr so ganz arg unwetterartig. So. Falls sich da heute noch was tut, habt auf jeden Fall das Radar im Auge. Da seht ihr dann auf jeden Fall, wo gerade was passiert. Denn wenn sich was Neues bildet, dann kann man das da gucken. Ansonsten macht euch einen schicken Abend, wenn es ruhig ist. Grillt ein bisschen schön oder geht spazieren, so wie ich. Hier in der vermeintlich schicken Natur mitten in der Innenstadt. Wir sehen uns morgen früh.